Hallo und herzlich willkommen hier bei So Simple. Mein Name ist Sabine und vielleicht kennst du mich ja schon von meinem Nähblog. Ich freue mich, dass du da bist. Heute nähen wir zusammen ein Sommerkleid und zwar in einer ganz klassischen A-Linie. Das heißt, es ist oben eher schmal geschnitten und läuft dann zum Saum hin weit aus. Das Schnittmuster hat Nahttaschen, die aber ganz einfach zu nähen sind und Ärmel in drei Längen, eigentlich sogar in vier, denn du kannst das Kleid auch super als ärmellose Variante nähen. Außerdem dabei Saumstreifen. Hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Das sind nämlich einfach schon gesäumte Stoffstreifen, die unten an das Kleid angesetzt werden und praktisch als Verlängerung fungieren. Du kannst das Kleid also in Knielänge, in Midi-Länge und in Maxi-Länge nähen. Also jede Menge Varianten für dich. Das Schnittmuster heißt Maura und du bekommst es bei mir auf dem Blog im Shop. Den Link dorthin packe ich dir in die Infobox unterm Video. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Lass uns starten. Und das sind die Schnittteile, die du brauchst. Ein Vorderteil im Bruch zugeschnitten. Ein Rückteil im Bruch zugeschnitten. Zwei Ärmel gegengleich zugeschnitten. Ein Saumstreifen für hinten und ein Saumstreifen für vorne, vier Nahttaschen, jeweils zwei und zwei gegengleich, der Beleg für den vorderen Ausschnitt und der Beleg für den hinteren Ausschnitt. Wir starten mit den Taschenbeuteln. Stecke sie an den Markierungen rechts auf rechts an die Seitenkanten von Vorder- und Rückteil. Wenn dein Stoff sehr weich und dehnbar ist, solltest du die Stoffkanten zwischen den Markierungen und auch die geraden Kanten der Taschenbeutel mit dünner Bügeleinlage verstärken. Die Kanten der Taschenbeutel sollten bündig an den Seitenkanten des Kleides liegen. Du kannst dieses Kleid übrigens wunderbar aus Jeans, Cord, Leinen, Chambray, allen möglichen Baumwollwebwaren oder Kleiderstoffen nähen. Also alle Stoffe, die schön leicht und glatt sind. Apropos leicht und glatt, ich habe hier einen normalen Jeansstoff, also einen Hosenjeans verwendet. Du kannst aber auch einen Hemdenjeans nehmen. Nähe die Taschenbeutel von Markierung zu Markierung mit einem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe an. Die oberen 1,5 Zentimeter dieser Stoffkante bleiben unvernäht. Ich starte also mit meiner Naht genau an der Markierung. Anfang und Ende der Naht werden verriegelt. So sollte das jetzt aussehen. Falte die Taschenbeutel vom Stoff weg. Die Nahtzugabe wird dabei nicht umgeklappt, sondern bleibt einfach glatt unter dem Taschenbeutel liegen. Forme die Naht gut aus. Und dann steppst du die Taschenbeutel an der Nahtzugabe fest. Auf diese Weise sind sie fixiert und der Tascheneingriff behält seine Form. Man nennt das auch Untersteppen. Nähe bei dieser Steppnaht wieder nur die Strecke zwischen den Markierungen. Das wiederholst du bei allen Taschenbeutelteilen. So sollten die vorbereiteten Teile jetzt aussehen. Stecke Vorder- und Rückenteil an den Schulterkanten rechts auf rechts bündig zusammen. Achte dabei auf das magische Dreieck. Das kannst du gut erkennen, wenn die Schulterkanten außen bündig zusammengelegt sind. Innen ragt dann ein kleines Dreieck in der Breite der Nahtzugabe über den Stoff hinaus. Nach dem Nähen ist dieser Bereich ganz sauber und verschwindet innen im Kleid. Wenn du das kleine Dreieck nicht über die Stoffkante hinausragen lässt, dann hast du einen Versatz in der Rundung des Ausschnitts. Und das wollen wir ja nicht. Hier kannst du das magische Dreieck gut erkennen. Und so sieht es von der rechten Seite aus. Die Ausschnittkante ist schön glatt.
Jetzt brauchst du die beiden Ärmelzuschnitte. Die stärker geschwungene Seite des Ärmels gehört ans Vorderteil. Stecke jetzt die Ärmel an den Schultermarkierungen rechts auf rechts an die Schulternähte. Damit die Schulternähte schön glatt liegen, falte ich die Nahtzugaben der Schulternähte beim Zusammenstecken auseinander. Wenn du einen Stoff verwendest, der stark ausfranst, solltest du die Nahtzugaben der Schulternähte vorab noch versäubern. Wenn du noch nicht so geübt darin bist, die Ärmel von Oberteilen aus Webware einzusetzen, kann es eine kleine Herausforderung sein, weil hier eine innen verlaufende Rundung auf eine nach außen verlaufende Rundung trifft. Ich zeige dir hier nochmal, wie ich die beiden Stofflagen ganz sanft aneinander angleiche und zusammenstecke. Das ist echt gar nicht so kompliziert, weil beide Stoffkanten durch den gerundeten Zuschnitt leicht dehnbar geworden sind. Klar, bei Jersey ist das ein bisschen einfacher, weil der Stoff viel flexibler ist. Es funktioniert aber auch bei einer festen Webware. Lass dir einfach genügend Zeit beim Einsetzen und setz dich nicht unter Druck. Dann wird das schon. So sollte das jetzt aussehen. Das Ganze machst du natürlich auf der anderen Seite nochmal. Nähe die Ärmel mit einem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe ein. Versäubere anschließend die Nahtzugabe. Auch hier wiederholst du diesen Arbeitsschritt für den zweiten Ärmel. Zum Versäubern verwende ich hier einen ganz normalen Zickzackstich. So sollte es jetzt aussehen. Stecke die Ärmel und Seitenkanten bündig rechts auf rechts aufeinander. Dabei steckst du auch die Taschenbeutel bündig aufeinander. Die Achselnähte sollen sich treffen. Damit die Nähte in diesem Bereich nicht auftragen, kannst du die Nahtzugaben in verschiedene Richtungen auseinanderfalten. So sollen die zusammengesteckten Taschenbeutel jetzt aussehen. Du nähst mit 1 cm Nahtzugabe die Ärmel und Seitenkanten und mit 1,5 cm Nahtzugabe um die Taschenbeutel herum. Ich nähe auch hier wieder zunächst mit einem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe und anschließend versäubere ich wieder mit einem Zickzackstich. Du kannst natürlich auch mit der Overlock versäubern. Also Ärmel und Seitenkanten mit 1 cm Nahtzugabe und dann nähe ich bis zur Markierung des Taschenbeutels. Dann lasse ich die Nadel im Stoff, heb den Nähfuß und drehe den Stoff um 90 Grad. Dann nähe ich einmal komplett um den Taschenbeutel herum und zwar mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm. Und an der unteren Taschenbeutelmarkierung nähe ich wieder über die Nahtzugabe der Tasche, drehe den Stoff und schließe dann den Rest der Seitennaht mit 1 cm Nahtzugabe. Und dann gehe ich nochmal mit dem Zickzackstich über die Nahtzugabe drüber. Wenn du magst, kannst du anschließend die Nahtzugabe im Bereich des Taschenbeutels noch ein bisschen einkürzen. Muss aber nicht sein. Und jetzt brauchst du die beiden Ausschnittbelegteile, einmal den vorderen und einmal den hinteren Beleg. Stecke die beiden Belegteile an den kurzen Kanten rechts auf rechts zusammen. Achte auch hier wieder auf das magische Dreieck. Nähe die Belegteile an den kurzen Kanten mit der Nähmaschine zusammen. Bei einem dünnen Stoff kannst du auch mit der Overlock nähen. Bei einem dicken Stoff würde so eine Overlocknaht im Beleg zu sehr auftragen. Wenn du jetzt an das magische Dreieck gedacht hast, ist die innere Rundung des Belegs schön sauber.
So sollte das aussehen. Versäubere die äußere Kante des Belegs. Dabei kannst du die Nahtzugaben auseinanderfalten. Warum wir das machen? Auf diese Weise liegt der Beleg im Bereich der Nähte schön flach. So sollte der vorbereitete Beleg jetzt aussehen. Stecke den Beleg bündig rechts auf rechts an die Ausschnittkante, also einmal komplett rundherum. Lass dir dabei ruhig genügend Zeit und achte darauf, dass die Stofflagen glatt aufeinander liegen. Auch hier sollten sich die Schulternähte wieder genau treffen und die Nahtzugaben der Schulternähte sollten auseinandergefaltet sein. Wenn du merkst, dass diese Nähtipps dich weiterbringen und du noch mehr davon haben möchtest, dann ist vielleicht mein Online-Nähkurs was für dich. Der aktuelle Kurs heißt der So Simple Nähführerschein und er versorgt dich mit allen Basics, die du so brauchst, um ins Nähen starten zu können. Ich verlinke dir den Kurs in der Infobox unterm Video. Das Gute an dem Online-Nähkurs ist, dass du bestimmst, wann du startest, wann du stoppst und wie oft du den Kurs wiederholst. Du kannst ihn also jederzeit machen und bist nicht an feste Termine gebunden. Alle Materialien und Schnittmuster, die beim Kurs dabei sind, kannst du dir natürlich ebenfalls, so oft wie du möchtest, herunterladen. Um den Beleg anzunähen, nutze ich die Freiarmfunktion meiner Nähmaschine. Dafür entferne ich die Zubehörbox. Dann wird der Beleg mit einem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe an die Ausschnittkante genäht. Du kannst dabei immer mal wieder anhalten und den Stoff glatt streichen. Dabei sollte aber die Nadel im Stoff stecken bleiben. So ist sichergestellt, dass sich nichts verschiebt. Ich starte mit der Naht an der Schulternaht. So sollte der angenähte Beleg jetzt aussehen. Knipse die Nahtzugabe des Belegs rundherum im Abstand von einem Zentimeter ein, damit sich die Nähte anschließend schön ausformen lassen. Achte dabei aber darauf, dass du die Belegnaht nicht durchtrennst. So sollte es jetzt aussehen, wenn du einmal komplett rundherum geknipst hast. Falte den Beleg in den Ausschnitt hinein. Die Belegnaht soll genau im Stoffbruch des Ausschnitts liegen. Forme dabei die Belegnaht schön aus. So sollte das jetzt aussehen. Steppe den Beleg mit einem Geradstich von der rechten Seite aus fest. Der Abstand zur Kante sollte dabei 3 bis 4 cm betragen. Dabei kannst du dich an den Markierungen auf der Stichplatte orientieren oder du verwendest eine magnetische Saumhilfe. Das Gute an so einer magnetischen Saumhilfe mit einer gerundeten Kante ist, dass du auch deinen gerundeten Ausschnitt immer schön daran entlang führen kannst. Und jetzt brauchst du die beiden Saumstreifen. Versäubere die beiden Saumstreifen mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich. Dabei versäuberst du nur die kurzen Kanten und die untere Kante. Bügle die kurzen Kanten der Saumstreifen 1 cm zur linken Seite um. Den unteren Saum bügelst du 2 cm zur linken Seite um. So sollte das jetzt aussehen. Falls du keine Saumstreifen an dein Kleid nähen magst, versäuberst du jetzt die Stoffkante, bügelst sie 2 cm zur linken Seite um und steppst den Saum mit einem Geradstich von der rechten Stoffseite aus auf der Versäuberungsnaht fest. Ich nähe aber jetzt mein Kleid mit Versäuberungsstreifen und diese umgebügelten Säume steppe ich jetzt mit einem Jeansgarn fest. Dabei kann man von der linken, aber auch von der rechten Stoffseite aus arbeiten, je nachdem, wie geübt du schon bist. Auch bei den Saumstreifen sollte die Steppnaht in der Mitte der Versäuberungsnaht verlaufen. Wenn du magst, kannst du hier übrigens auch mal mit einem Zierstich tolle Akzente setzen. Du kannst hier gut erkennen, dass ich den unteren Saum mit 2 cm Abstand zur Kante nähe und den seitlichen Saum mit 1 cm Abstand zur Kante. So sollte das jetzt aussehen.
Stecke die vorbereiteten Saumstreifen rechts auf rechts an die untere Kante des Kleides. Achte darauf, dass der Saumstreifen des Vorderteils auch an den vorderen Saum gesteckt wird. Damit er nicht schief geht, beschrifte ich die Saumstreifen direkt beim Zuschnitt und markiere mir auch, welche lange Seite des Saumstreifens nach oben gehört. Die seitlichen Kanten des Saumstreifens liegen Kante an Kante aneinander, und zwar direkt an der Seitennaht. Auf diese Weise bekommt das Kleid süße Seitenschlitze, und zwar ganz ohne viel Aufwand. Der zweite Saumstreifen wird natürlich genauso angesteckt. Ich zeige dir hier nochmal genauer, wie die Saumstreifen sich auf der Seitennaht treffen. Die liegen nämlich genau auf Stoß aneinander. Alles gut mit Stecknadeln sichern, damit beim Nähen anschließend nichts verrutscht. Hier ist die Seitennaht. So sollte das jetzt aussehen. Nähe die Saumstreifen mit einem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe an. Achte dabei darauf, dass sich die Seitenkanten der Streifen nicht verschieben. Auch hier wird die Nahtzugabe anschließend versäubert. Falte dann die Saumstreifen nach unten, sodass die Nahtzugabe im Kleid verschwindet. Falte die Nahtzugabe nach oben, sodass sie nicht mehr zu sehen ist. Dann steppst du die Nahtzugabe knappkantig von der rechten Stoffseite aus fest. Dabei kannst du natürlich, wie ich hier auch, ein kontrastfarbiges Nähgarn verwenden. Ich nähe hier mit einem Jeans-Nähgarn. Diese Steppnaht fixiert die Nahtzugabe am Oberstoff und sorgt dafür, dass die Naht nicht aufträgt. Zum Schluss versäuberst du noch die Ärmelkanten, bügle sie dann 2 cm nach innen um und steppe sie rundherum ab. Auch hier steppst du wieder mitten auf der Versäuberungsnaht. Das Absteppen der Ärmelsäume funktioniert mit der Freiarmfunktion der Nähmaschine besonders problemlos, weil du dann den Ärmel über den Freiarm stülpen kannst. Und damit ist das Kleid auch schon fertig. Jetzt zeige ich dir noch, wie die ärmellose Variante genäht wird. Für die ärmellose Variante schneidest du die Variante A aus, also die mit etwas weiterem Ärmelausschnitt. Außerdem brauchst du statt der Ärmel jetzt 2 Einfassstreifen für die Armausschnitte. Die kannst du mit Hilfe der Schnittvorlage aus einem elastischen Stoff im Fadenlauf zuschneiden oder du nimmst einfach farblich passendes Baumwollschrägband. Oder aber du schneidest sie wie ich aus einem unelastischen Stoff diagonal zum Fadenlauf. Dann sind die Einfassstreifen ebenfalls elastisch und schmiegen sich schön an den Armausschnitt. Für die benötigte Länge und Breite orientierst du dich dann einfach an der Schnittvorlage. So sollten die vorbereiteten Einfassstreifen jetzt aussehen. Du brauchst ein Vorderteil im Bruch zugeschnitten, ein Rückenteil im Bruch zugeschnitten, die Blenden für den Ausschnitt und die Einfassstreifen für die Armausschnitte. Bügle die langen Seiten der Einfassstreifen zur linken Stoffseite um, sodass sich die Kanten in der Mitte treffen. So sollte das jetzt aussehen. Schließe die Einfassstreifen rechts auf rechts zu einem Ring. Dabei nähst du sie an den kurzen Kanten mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammen. Bereite das Kleid jetzt so vor, wie ich es dir in der Basisanleitung gezeigt habe. Und dann werden die Armausschnitte mit den vorbereiteten Einfassstreifen eingefasst. Stecke die Naht des Einfassstreifens rechts auf links an die Achselnaht des Kleides. Also die rechte Seite des Einfassstreifens liegt auf der linken Stoffseite der Achselnaht. Und dann steckst du den Streifen bündig
rundherum an den Armausschnitt. Nähe den Einfassstreifen in der ersten Falz, also in der ersten Bügelfalte neben der Stoffkante, mit einem Geradstich rundherum an den Armausschnitt. Falte beim Nähen die Nahtzugaben auseinander, damit sie schön glatt liegen. Wenn du einmal komplett drumherum genäht hast, sollte es so aussehen. Falte die obere Kante des Einfassstreifens in der ersten Bügelfalte zur Mitte um. Dann faltest du den Streifen noch einmal um, sodass er die Naht komplett verdeckt. Steppe den Streifen knappkantig mit einem längeren Geradstich, zum Beispiel 3 bis 3,5 mm, rundherum an den Armausschnitt. Wichtig ist, dass der Stoffstreifen die erste Naht immer komplett verdeckt. Bei dieser ärmellosen Variante verzichte ich auf die Saumstreifen und bügle einfach den versäuberten Saum 2 cm zur linken Stoffseite um. Anschließend steppe ich den Saum auf der Versäuberungsnaht mit einem Geradstich fest. Und damit ist das super sommerliche A-Linienkleid auch schon fertig. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Welche Kleidvariante soll man denn jetzt nähen? Also, ich konnte mich nicht entscheiden und habe mir direkt mehrere genäht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich freue mich natürlich über ein Like und ein Abo. Wenn du magst, dann lass mir doch auch einen Kommentar da. Ich würde mich total freuen, von dir zu lesen. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!